Black Friday Sales jetzt auch bei Forza Horizon 4 bis Samstag. Und in diesem Sinne herzlich willkommen auf Papau TV. Ich bin euer Olli und wir machen heute mit dem Forza-Ton weiter. In Kapitel 1, oh yeah, dürfen wir eine beliebige Superlimousine fahren. Ich habe mich für den RS4 von 2006 entschieden und bin diesen an der Küste ein bisschen gefahren. Und habe somit Kapitel 1 absolviert. In Kapitel 2, Luxusleistung, dürfen wir 5 Dreifachüberholungsfähigkeiten ausführen. Hierfür habe ich mich entschieden, an einem Straßenrennen teilzunehmen. Das sogenannte Meadow Sprint Straßenrennen. Und im Endeffekt ist es eigentlich nur starten und in der ersten Kurve alle überholen. Und somit bekommt man diese Dreifachüberholung. Und Kapitel 2 ist absolviert. In Kapitel 3 Stoßfest dürfen wir 12 Seitenstreiferfähigkeiten ausführen mit unserer Superlimousine. Und hierfür Seitenstreiferfähigkeiten, am besten Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle aus. Und dann beim Driften mit dem Heck versuchen, die Mauer zu erwischen. Und wenn wir das 12-mal geschafft haben, dann haben wir Kapitel 3 auch absolviert. Hier die Bestätigung. In Kapitel 4 dürfen wir mit unserer Superlimousine 3 Sterne beim Gefahrenschild am Schwalbensprung erreichen. Hierfür gehe ich auf den Kartenfeller Gefahrenschilder und dann bei Arthur Seat oben rechts auf der Map müssen wir ca. 290 Meter schaffen. Wir starten asphaltiert, fahren durch diese beiden Schilder durch. Und dann über den Rasen eigentlich nur geradeaus. Und hier sehen wir auch schon den Absprung. Kommen mit ca. 220 km/h an. Und packen locker 231 Meter. Und somit ist Kapitel 4 absolviert. Und ununterbrochen abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr mein Video bis hierher geschaut habt. Auf der linken Seite seht ihr meine letzten Videos, auf der rechten Seite die Vorzahlliste. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke. Wenn nicht gefallen, gebt mir auch gerne ein Dislike, aber bitte kommentieren. Und in diesem Sinne danke und bis zum nächsten Video.